Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prim. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft. Wir haben unsere männliche Sirene mit der breitgrinsenden Lachesis, genau so hieß sie, vereinen können. Beziehungsweise die haben jetzt ein Date. Und wir haben den Schlüssel erhalten zum Das muss die Labor. Tür sein, die in Kerris Labor führt. Ich könnte jetzt in Kerris Labor gehen. Aber sie hat gesagt, wir sollen damit warten, bis ich alle drei Zutaten für die Orpheus-Methode zusammen habe. Ah, okay, das heißt, wir können jetzt hier noch gar nichts machen. Das heißt, wir müssen eigentlich durch die Gartentür wahrscheinlich nochmal, aber die ist Verschlossen. abgeschlossen. Es ist keine Prim-Klappe. Ja, ich weiß. Aber es hätte ja sein können, dass man da trotzdem irgendwas. Ah, Moment. Ich könnte mein Haustierchen durch die Klappe in den Garten schicken. Aber warum sollte ich? Um herauszufinden, was sich im Garten befindet, zum Beispiel, du Dummerchen. Gut, wir haben drei Wecker. Damit können wir auch nichts machen. Wir haben den Gartenzwerg, Eimer. Das bringt uns alles nicht wirklich was. Schrumpfkopf. Die Phönixfeder finden. Könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht im Garten ist? Den gerissenen Lebensfaden finden. Ach nee, wir hatten ja noch andere Orte, wo wir auch hingehen können, ne? Moment, wir konnten noch die Karte benutzen. Also hier können wir jetzt aktuell nicht viel machen. Was für ein süßes kleines Kerlchen. Pardon moi. Dies ist ein offizieller Zwerg, ärgere dich nicht, Zwerg. Und er ist weder süß noch klein. Er ist genau richtig. Mit seiner weißen Zipfelmütze und seiner Knollennase. Genau. Karte. Tartarus. Das ist was. Nee, Moment. Haus der Mäuren, da bin ich jetzt. Thanatos zu Hause. Wir müssen über den Fluss. Jetzt bin ich mir aber gerade nicht mehr so sicher. Nee, wir müssen. Doch, die hat doch gesagt, wir müssen den Fährmann bitten, über den Fluss zu kommen. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt vorher die Sache mit dem Labor schon gemacht haben müssen. Ich gehe mal in den verbotenen Wald erstmal gucken. Könnte natürlich sein, dass hier Der auch der verbotene Phönix Wald. ist. Laut Kerris lebt der Phönix hier und ich brauche eine seiner Federn. Mir egal, ob sie dich für eine Göttin halten, Persephone. Ich weiß, was du bist. Du bist nichts weiter als eine zweitklassige Kräuterhexe. Hältst du es für angebracht, so mit deiner Königin zu sprechen? Ha! Du wirst nie meine Königin sein. Nur eine Fremde im teuren Fummel, die denkt, sie kann hier schalten und walten, wie es ihr passt. Es sind Leute wie du, Hank, die dafür sorgen, dass euer Reich so einen miesen Ruf hat. Hör nicht auf sie, Hank. Ich eiche nicht von deiner Seite. Ich weiß, Sebastian. Und du bist der beste Freund, den man sich nur wünschen könnte. Okay. Erstens, kann ich die Karte holen oder bellt mich dann der dreiköpfige Mops da hinten an? Ich komme nicht dran. Ja, geh doch einfach mal hin. Okay, der bellt mich zumindest schon mal nicht Ich an. komme nicht dran. Können wir Spini dafür benutzen? Kleines Äuglein, kannst du für mich auf den Baum klettern und die Karte für mich holen? Perfekt. Die weiß aber schon, dass die Spinne sich das Ding gerade irgendwie in den Körper reingeschoben hat und die Spinne jetzt wieder ja, als ihr Auge fungiert, ne? Also nur so zur Info. Da sind ein paar Sachen gerade gelaufen, die irgendwie seltsam waren. Gut, wir haben einmal den Fluss, den. Was ist mit dem Baum hier Mal eigentlich? sehen, wie es um Sebastians Mundhygiene steht. Oh, und Mom hat immer gesagt, mein Zimmer wäre ein Saustall. In dem Chaos war es nicht leicht, aber ich habe hier ein Buch gefunden. Nimm den alten Wälzer ruhig mit. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich habe da außerdem ein Seil gesehen. Kann ich das auch einstecken? Ein Seil? Ach, das muss Sebastians Zahnseide sein. Seine was? Ich weiß, Dentalhygiene wird überbewertet, nicht wahr? Kann ich denn jetzt das Seil einpacken oder nicht?
Da es der erste Jahr gehört, musst du deine neugierigen kleinen Fingerchen davon lassen. Es sei denn, er erlaubt es. Und erlaubst du es mir? Sebastian, Hanks imaginärer Baumfreund. Selber imaginär. Gar nicht. Wohl. Gar nicht. Wohl. Gar nicht. Wohl. Prim, lass dich nicht darauf ein. Mom hat immer gesagt, der Klügere gibt nach. Ja, das ist in der Tat so. Wohl. Oh. Was für ein interessanter Hund. Kann ich ihn streicheln? Ja. Nein! Natürlich kann sie. Ey, guck dir die lieben Mopsköpfe hier an, ja? Also... Wer ist ein braver Junge? Du bist ein braver Junge. Werden deine anderen Köpfe jetzt eifersüchtig? Kann man die einzeln machen? Gerechtigkeit für Cerberus. Streichle jeden seiner Köpfe. Ach, cool. Das war doch klar, oder? Wenn ich hier drei mehr oder weniger süße Hundeköpfe sehe, ich sag mal Mopsköpfe, weil die sehen halt so ähnlich aus, dann kann ich doch nicht anders. Ist doch klar. Ich frage mich, was die hier machen. Außer, naja, rumhängen. Der Witz ist, glaube ich, mittlerweile schon älter als ich. Ich frage mich, was die hier... Hey! Ich hoffe, das ist nicht so persönlich, aber worüber streitet ihr zwei? Ist das nicht klar wie die Nacht? Diese Irre ist drauf und dran, unseren geliebten Wald zu ruinieren. Sie ist die Verkörperung von allem, was mit dem Reich der Toten nicht stimmt. Ich ruiniere hier gar nichts. Ganz im Gegenteil. Ich will, dass dieser Ort erblüht. Dass er lebt. Wir wollen hier aber verdammt nochmal kein Leben. Diese Zweige brauchen keine Blätter. Haben sie nie! Werden sie nie! Ich mag meine Wurzeln modrig und meine Erde knochentrocken. Sebastian, sag du doch mal was! Wie recht du doch hast, Hank. Volle Tanne! Nicht das schon wieder. Er tut so, als wüsste er, was der Baum will. Weil ich es weiß! Ich bin übrigens Hank, der Bewahrer dieses Waldes. Beachte ihn gar nicht, Prim. Moment mal. Woher weißt du, wie ich heiße? Weißt du, Tochter des Todes, dein Duft verrät dich. Ich rieche Löwenzahn, sogar einen Hauch von Tulpe. Leuten von hier haften solche Düfte ganz bestimmt nicht an. Außerdem hat mir dein Vater von dir erzählt. Also, herzlich willkommen im Reich der Toten. Wer bist du? Oh, ich habe ja vollkommen vergessen, mich vorzustellen. Entschuldige. Dieser Ort scheint mir meine guten Manieren regelrecht auszutreiben. Ich bin Persephone, die Göttin des Frühlings und seit neuestem auch Königin der Unterwelt. Nicht schlecht. Ich bin nur die Göttin der in der Wäsche verlorenen Socken. Na, sieh mal einer an. Endlich treffe ich hier unten mal jemanden mit Humor. Also so ein bisschen arrogant kommt sie rüber, das muss ich ihr ja lassen. Aber sonst kommt sie aber schon sehr freundlich rüber. Und ich meine, über sie haben wir ja auch noch einiges gelesen. Da war doch gerade was mit Blumen. Für Reich der Totenverhältnisse wirken diese Pflanzen ungewöhnlich... Lebendig? Ja, genau. Das sind sie auch. Selbst für mich war es nicht leicht, aber am Ende habe ich sie doch zum Blühen gebracht. Okay, sonst können wir hier quasi nichts machen, außer das mit dem Wasser. Ich weiß nicht, was sie da sagt. Die Strömung ist so stark, so kann ich ihn unmöglich überqueren. Irgendeine Idee, wie ich diesen Fluss überqueren kann? Gar nicht, wenn du mich fragst. Glaub mir, viele haben es versucht und sind gescheitert. Aber es muss irgendwie gehen. Vielleicht kann der Fluss ja gestaut werden. Aber das würde nur an einer Stelle gehen, an der die Strömung nicht so stark ist. Am Hafen zum Beispiel. Der Hafen? Weißt du denn, wie ich da hinkomme? Natürlich weiß ich das. Es gab eine Zeit, da war ich, du weißt schon, mobiler. Es gibt eine geheime Abkürzung durch den Wald, die direkt zum Hafen führt. Und wirst du sie mir verraten? Natürlich nicht. Es ist eine geheime Abkürzung. Weißt du, ich habe da so ein Spinnending dabei, das mir die Geheimnisse von Leuten zeigen kann. Wenn ich will, finde ich's also sowieso raus.
Drohst du mir etwa? Ich weiß nicht. Drohe ich dir? Na schön, Mädchen. Kein Grund, gleich giftig zu werden. Ich verrate dir den Weg. Danke, Hank. Jetzt finde ich den Hafen bestimmt. Und es bleibt natürlich immer noch geheim. Weil wir es nicht wissen dürfen. Ich dachte zuerst schon, dass das funktioniert. Ich habe eben gedacht, dass man vielleicht durch den Mund irgendwie da durch und dann, keine Ahnung, die Wurzeln entlang, was weiß ich was. Gut. Heißt das jetzt theoretischerweise, dass wir die Karte nutzen können, oder? Anscheinend nicht. Dann gehen wir einfach so mal eben zum Hafen. Dank Hanks Wegbeschreibung weiß ich jetzt, wie ich zum Hafen komme. Ja, das wussten wir vorher auch schon. Das ist also der Hafen. Laut Karis kann mir der Fährmann helfen, Tristans Seele zu finden, die irgendwo auf dem Fluss sein muss. Die Frage ist, müssen wir die als erstes finden? Zeig mir deine Nummer. Dieses Fenster ist geöffnet, aber ich sehe niemanden. Ich habe eine Nummer gezogen. 59. Aber auf der Anzeige ist gerade Nummer 58 an der Reihe. Die Zahlen sind jetzt spiegelverkehrt. Ja, aber 82 bringt uns auch nicht weiter, oder? Jetzt habe ich Nummer 60. 61. Das ist nicht euer Ernst. 62. Das Gerät scheint nicht mehr zu funktionieren. Also muss ich doch gucken, dass ich hier was wegmache, oder? Es mag so scheinen, als wüsste ich, was ich tue. Aber das ist wirklich, wirklich nicht der Fall. So, wenn ich mich jetzt etwas außer Atem anhöre, dann liegt das daran, dass gerade ein Paket geliefert worden ist. Jetzt muss ich erstmal wieder nachdenken. Moment, wir mussten 62, glaube ich, kriegen, ne? Sie hatte aber doch noch irgendwas ins Tagebuch eingetragen. Aber da ist nichts Neues drin, ne? Da ist nur das durchgestrichen. Wie überquere ich... Wie spreche ich mit dem Fährmann? Also mit dem müssen wir auf jeden Fall sprechen. Okay, schauen wir erstmal... Oh, hier unten liegt noch Glasscherben. Sieht aus, als hätte hier jemand eine Party gefeiert. Dem Geruch zufolge war viel Knoblauch im Spiel. So, so. Korkenzieher haben wir. Die können wir jetzt nicht nehmen, ne? Sieht aus, als hätte hier... Anscheinend nicht. Durchbruch. Ah, Moment. Ein weiterer verzweifelter Versuch, den Fluss daran zu hindern, über die Ufer zu treten. Ich würde aber Ein gerne... Weiterer Ver- können wir nicht. Okay... Können wir mit dem irgendwas machen? Hier gibt es keine Verwendung für unerträglich lautes Schreien. Ich weiß es ja nicht, das Ding hier. Wir müssen das ja wahrscheinlich zumachen, damit wir... Wieso ist hier eigentlich Gold oder was auch noch nebenbei? Also da ist auch Schrott drin, ne? Aber hier unten, das sieht aus wie Gold. Also wie so ein... wie diese Kelche, die man halt von Indiana Jones kennt. Was ist das für Zeug? Und warum stapelt es sich hier? Oder hat das damit irgendwie zu tun? Sieht aus, als wäre es lange her, dass jemand mit der Fähre rausgefahren ist. Jetzt treibt sie nur noch hier am Hafen rum. Nicht mehr als eine vage Erinnerung an bessere Zeiten. Vage und ziemlich verstaubt. Ja. Moment. Das Schild treten. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Das ist sehr gut, weil die 62 haben wir. Ich dachte jetzt fällt das Ding irgendwie runter, aber so ist auch okay. Zeig mir deine Nummer. Ernsthaft? Diese Stimme kommt doch vom Band. Ach so, Moment. Fenster ist geöffnet, aber... Ja. Habe ich wahrscheinlich hier drin, oder? Ticket 62. Wie der Anzeigetafel zu entnehmen ist, wird diese Nummer... Moment.
Das ist die richtige Nummer. Wie hast du... Ach, egal. Ich bin Charon, der Fährmann. Was willst du? Na, endlich. Ich möchte gerne eine Flussüberfahrt buchen. Dann bist du hier richtig. Jedoch wird es dich, wie es unser Brauch ist, die goldene Münze kosten, mit der du begraben wurdest. Die goldene Münze, mit der ich... ja, klar. Augenblickchen, ich muss nur... Oh, wie ärgerlich. Die müssen meine Hinterbliebenen in meinen anderen Sack gelegt haben. Kann ich nicht einfach... Du hast gar keine goldene Münze, oder? Nein, nee, sorry. Habe ich nicht. Keine Sorge. Das passiert beinahe jedem heutzutage. Deshalb fahre ich auch nicht mehr mit der glorreichen Erebus da drüben aus. Und was bedeutet das? Oh, das bedeutet lediglich, dass du dazu verdammt bist, bis in alle Ewigkeit ziellos als zombiehafter Geist im Fluss umherzutreiben. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Hey, und mein Ticket? Kerl nimmt mich doch auf den Arm. Ich brauche die Tickets nicht mehr. Weg damit. Also, das finde ich jetzt aber nicht nett. Oh, das ist ja wie eins dieser schwarzen Bretter in Supermärkten mit Angeboten, Gesuchen und der ein oder anderen knuffigen Kontaktanzeige. Aber auf den zweiten Blick lesen sich diese Notizen hier etwas anders. Das Ballettensemble des Flusses Styx sucht nach 9 Mitgliedern. Es ist spaßig, elegant und gratis. Anmeldung jeweils am Monatsanfang bei Bella. Okay. Was haben wir? Okay. Da versucht jemand wirklich, dieses Fenster vor Eindringlingen und unerwünschten Beobachtern zu schützen. Was wohl dahinter ist? Das ist eine gute... Bauchrednerbuch? So lässt Hank seinen Baumfreund also sprechen. Er ist ein Bauchredner. So lässt Hank seinen Baum... Ja, das ist gut. Der Schlüssel zu Keres Labor. Okay. Spinny, was können wir mit dir machen? Mein Äuglein sagt nein. Eine Sargballkarte. Hä? Hä? Nein. Wie nein? Es gibt hier keine Verwendung für ein Spinnenauge. Ja, du sollst ja auch nicht die Spinne nehmen, du sollst das wegklicken. Was hat die denn hier anvisiert? Das muss die Hütte des Fährmanns sein. Ich kann nicht allein auf den Fluss rausfahren. Ich fürchte, ich brauche den Fährmann dazu. Oh, ein Schlüssel. Ich frage mich, wer den hier verloren hat. Ich nehme ihn mal lieber mit. Vielleicht finde ich ja seinen Besitzer. Oder noch besser, das, was er aufschließt. Ist das der Schlüssel hierfür oder könnte das der zum Garten vielleicht sein? Weil die war ja offensichtlich auch hier, obwohl der ist gezackt. Ich glaube eher, das ist hierfür, oder? Das kriege ich mit diesem Schlüssel nicht auf. Dann probieren wir es mal im Garten. Bei den Mäuren. Oder es ist ein ganz anderer Schlüssel. Das kann natürlich auch sein. Hier passt der Schlüssel nicht. Ah, schade. Ich dachte jetzt gerade, weil sie da so schön... Reden wir mal eben mit ihr nochmal. Willkommen zurück, Sonnenschein. Wer sagtest du? Das war die Schwester, die darüber Bescheid weiß, ne? Wie war das nochmal mit der Rechtschreibung? Das ist klar. Ich denke, ich werde woanders gebraucht. Wir hören uns das nochmal eben. Wer sagtest du gleich was über... Meine Schwester Atropos. Aber sie schläft. Wo denn? Sehr nah bei uns. Ich versteh's nicht. Wirst du schon, Liebes. Nachdem wir sie aufgeweckt haben, ja, aber wie können wir sie aufwecken? Ich denke, ich werde woanders gebraucht. Bis später, Lachi. Möge deine Reise voller Liebe und Licht sein, Prim. Atropos. Moment, die hat eine Allergie? Auf Knoblauch. Entweder könnten wir theoretisch Knoblauch besorgen, damit die sozusagen wach wird, weil Knoblauch haben wir ja nicht. Oder eventuell... Ah ne, das ist ein leerer Flakon. Kann man das zusammen benutzen vielleicht?
Oder eventuell, wir müssten so einen Efeu-Putsch. Cocktailkarte. Vielleicht finden wir auch irgendwas, wo wir so einen Cocktail machen können. Boah, ich will jetzt die Folge nicht zu sehr überziehen. Deswegen schauen wir jetzt noch mal ganz kurz am Hafen, ob wir das miteinander kombinieren können eventuell. Damit will ich ihn nicht befüllen. Warum nicht? Ich verstehe nicht, warum die das mit den Sandsäcken nicht macht. Wald, der Bereich hier vor. Achso, sonst können wir auch noch nirgendwo hin, so wie es aussieht. Zurück. Weil hier sind ja doch einige Sachen so eingezeichnet, aber die können wir anscheinend gar nicht anvisieren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, wir könnten hier überall hin. Ha. Da ist aber zum Beispiel noch ein Häuschen. Oder ist das das Haus, wo wir jetzt gerade gewesen sind? Das kann natürlich auch sein. Dann gehen wir noch mal eben schnell zurück. Das Huhn ist hier, der Brunnen. Ah, Moment, die Karte, die haben wir noch gar nicht hier, ne? Komm, lauf ein bisschen schneller. So, dann nehmen wir uns die nämlich einmal mit. Scheint, als will das Äuglein nicht auf den Baum klettern. Vermutlich hat es Angst vor den Fledermäusen. Dein Ernst? Ach so, Moment, wir könnten. Hier gibt es keine Verwendung für unerträglich lautes Schreien. Oder auch nicht. Hier gibt es keine... Ich sehe eine tiefe Einsamkeit in diesen schwarzen, ausdruckslosen Augen. Das Huhn. Vielleicht mit dem Wecker? Das will ich nicht aufwecken. Das will ich nicht aufwecken. Ach, vielleicht könnte... Ah, nee, der ist ja schon wach geworden danach, ne? Da konnte man dann auch nichts machen. Mein Äuglein sagt nein. Na gut, dann halt nicht. Da war noch eine Raupe, aber die konnte ich nicht anklicken, oder? Die hier? Nee. Okay, dann gehen wir noch mal ganz kurz hier rein. Du hättest mich um Erlaubnis bitten müssen, bevor du ihr diese Kreatur geschenkt hast. Lieber Bruder, das Mädchen brauchte dringend einen Freund. Was sie braucht, geht nur mich etwas an. Du klingst genau wie Vater. Kann ich diese Sargballkarte da drüben haben? Kann ich sie was? Kann ich sie bitte haben? Kannst du. Super. Wenn du sie gewinnst. Was? Schlage mich in einer Partie des Sargballkartenspiels und die Karte soll dein sein. Hast du denn schon 8 Karten beisammen? Die brauchst du für ein wettbewerbsfähiges Deck. Leider nein. Keine Sorge. Du wirst sie schon noch finden. Sie sind überall im Reich verstreut. Das hat er schon mal gesagt, aber ehrlich gesagt habe ich es vergessen. Hier kann ich sonst nichts mehr machen. Ne? Da muss ich wieder raus. Ich gehe nochmal eben hier rein. Es fühlt sich seltsam an, wieder in meinem Zimmer zu sein. Das letzte Mal, als ich hier war, war Tristan noch am Leben. Ja, und das letzte Mal, wo du hier warst, warst du auch gefangen. Also insofern... Achso, Tischpflanzenkunde. Aber hier ist nichts mehr, was ich aufschließen kann oder so, ne? Ich habe doch nur die 2 Schlösser. Wieso kann ich dann... Ich werde das nur einmal sagen, also pass gut auf. Stell niemals wieder meine Autorität vor dem Mädchen in Frage. Es war nicht meine Absicht, irgendjemandes Autorität zu hinterfragen. Ich wollte nur... Weißt du, diese ganze Elternsache ist neu für dich. Ich dachte, du brauchst sicher jemanden, der an deiner Seite ist und einen anderen Blick auf die Dinge hat. Und was genau
qualifiziert dich für diese Position? Ich war die Tochter unseres Vaters. Ist nicht von der Hand zu weisen irgendwie, ne? Auch optisch. Ja. Kann man das hier theoretisch zumachen? Aber das ist nur, damit das hier nicht rüber geht, nehme ich mal an. Kann man ja eigentlich sehen, wie viele Karten ich habe? Karten im Deck 8. Zwei. Drei, vier, fünf, keine Ahnung. Interessiert mich aber nicht wirklich, weil ich will jetzt nicht wirklich ein Spiel mit dem spielen. Was mich hier interessieren würde, wäre dieser Brunnen, weil da unten ist ja offenbar jemand drin. Ich glaube, die Spinne will hier aber auch nicht hoch, ne? Ich probiere das nochmal. Also runter, besser gesagt. Ach nee, Moment, wie war das mit dem Seil? Das hat die jetzt nicht mitgenommen, ne? So lässt Hank seinen Baumfreund also sprechen. Er ist ein Bauchredner. Ja, ich hätte noch einen Gedanken. Hier war der Baum. Hank, sei doch nicht so stur. Warum kommst du nicht da runter und wir unterhalten uns wie zwei Erwachsene über die Sache? Das hättest du wohl gern, was? In der Sekunde, in der ich meinen Posten verlasse, schnippst du doch mit den Fingern und im armen Sebastian sprießen die Knospen. Das kannst du mal schön vergessen. Also, ich habe eine Idee. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Wir könnten das Bauchrednerbuch nehmen. Der Baum hat Sebastian, ne? Mal sehen, ob das klappt. Weißt du was, Hank? Ich muss zugeben, ich brauche das Seil gar nicht mehr. Dieses ungewöhnlich sympathische Mädchen kann es haben. Sicher, Sebastian? Na, wenn du meinst, nun nimm es schon, Mädchen. Hab es. Okay. Perfekt. Ich denke, dass das für den Brunnen funktioniert. Ah, wie gesagt, viel mehr wollte ich jetzt auch nicht machen, damit ich die Folge nicht so sehr überziehe. Aber das würde ich gerne noch eben versuchen bzw. benutzen. So, reicht das jetzt nur mit dem? Keine schlechte Idee. Aber zuerst sollte ich irgendeine Art Gefäß am Seil festbinden, in dem ich mich herunterlassen kann. Ja, natürlich. Allerdings, wir haben doch eventuell... Ja, perfekt. Theoretisch könnte ich mich da mit den Brunnenschacht hinablassen. Aber warum sollte ich? Wegen der Stimme? Da unten? Oder willst du Spinny dahin runterlassen? Nein. Okay, will sie nicht. Jetzt können wir aber nicht mehr mit der Stimme reden, oder was? Theoretisch könnte ich mich damit den Brunnenschacht hinablassen. Aber warum sollte ich? Jetzt habe ich so einen schönen Gedanken gehabt und jetzt funktioniert das nicht. Och Mann. Ja. Goldener Schlüssel. Ja, Laborschlüssel ist klar. Ach, Moment. Eine Sache können wir noch machen. Natürlich. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Aber da gibt es noch ein Schloss,
was wir noch haben, wo wir noch nicht wissen, wo der Schlüssel für ist. Und zwar hier oben die Truhe. Fragt mich jetzt nicht, wie ich bei goldener Schlüssel darauf gekommen bin. Oh, bitte funktioniert. Yes. Er passt. Mal sehen, was drin ist. Eine Packung Maulwurffutter? Ja, was will ich bitte Maulwurffutter? Also, klar, ich meine, ach so. Moment, Maul? Nee, das war der Fisch. Von Lachesis müsste der Maulwurf gewesen sein. Kann ich mit ihr darüber sprechen? Hat wahrscheinlich mit dem Garten zu tun, oder? Du willst mir nicht zufällig verraten, wer von euch Schwestern einen Maulwurf besitzt. Sorry, Blümchen. Kein Kommentar. Ja, ich weiß es doch sowieso. Das ist dein Maulwurf. Können wir damit? Nein. Ich darf doch nicht mal meine Fragen zu Ende stellen hier. Okay. Moment, hier ist ein... Das ist ein Hügel, da kann ich aber nichts mitmachen. Voll mit weißer Farbe. Weiße Farbe. Tja. Bohrschlüssel. Was soll man denn mit der weißen Farbe vielleicht benutzen? Die Mütze des Gartenzwergs ist jetzt weiß. Ach nee, jetzt sag bloß... Keine gute Idee. Gut, der sieht ihm auch so gar nicht ähnlich aus, ne? Ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Ich auch nicht. War nur so ein Gedanke. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber das wäre jetzt zumindest mal was gewesen, womit man hätte arbeiten können. Auch wenn ich kein Ziel dabei gehabt hätte, aber... Das ist absolut unlogisch. Das kommt drauf an. Wenn da unten drunter ein Maulwurf wäre, dann wäre das Ganze nicht das unlogisch. Das ist absolut unlogisch. Red doch keinen Mist. Keine gute Idee. Ach nee, also sie will's nicht. Na gut. Ja, dann würde ich tatsächlich erstmal sagen, auch mit einem Blick auf die Uhr, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Fieber, um alles auszuprobieren, was man miteinander kombinieren kann und alles. Ich weiß auch gerade nicht, wie lange ich jetzt weg gewesen bin, um die Tür zu öffnen, eben als das Paket angekommen ist. Aber ich denke mal, so ungefähr eine halbe Stunde haben wir aufgenommen. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten eigentlich, beziehungsweise so viele Dinge, die wir angefangen haben, aber nicht so richtig beenden können. Ich würde halt gerne da weitermachen, wo die Säcke sind. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, dass ich nicht weiß, wenn wir jetzt hier zum Hafen gehen. Also ich gehe davon aus, wir müssen die Sandsäcke irgendwie da in den Durchbruch kriegen. Ich wollte gerade sagen, das hier ist jetzt nicht, das geht nur um die Glasscherben. Irgendwie in den Durchbruch kriegen, damit das hier zu ist, nehme ich an. Aber wie wir das hinkriegen sollen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe hier auch nichts, wo wir... irgendwas mit woanders hinbringen können oder so. Das hier wäre jetzt noch eine Variante gewesen, dass der jetzt so ähnlich aussieht wie der andere Zwerg. Jetzt hat er eine weiße Mütze. Steht ihm ganz gut, finde ich. Aber so richtig... So richtig bringt uns das auch nicht weiter. Hier unten... Moment, sind das zwei verschiedene? Nee, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh, manchmal halte ich mich wirklich selber für komplett bescheuert. Das ist ein Monsterbiber, der mit einem Monsterfrosch im Streiten ist, so wie das aussieht. Na gut, dann würde ich sagen, dann gehe ich hier raus. Dann haben wir zumindest eine ganz neue Spielwiese, wo wir in der nächsten Folge mal gucken können, was wir hier alles machen können. Und ja... Ich bedanke mich dann erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!